Night Watchman Shock Pen. Nicht jeder ist bereit, ein großes Gerät mit sich zu tragen, um sich bei Bedarf zu verteidigen. Daher wurde für alle, die nicht auf sich aufmerksam machen wollen, ein solcher Stift erfunden. Natürlich ist dies nur auf den ersten Blick ein Schreibzeug. Tatsächlich ist es ein starker Elektroschocker, der den Täter mit einer Ladung von 10.000 Volt für eine Weile neutralisiert. So gewinnt man Zeit, um zu fliehen. Der Preis beträgt 20 US-Dollar. Guard Dog Pro Shield Smart. Es ist kein Zufall, dass die Spezialisten der US-Firma Bulletproof Zone ihr Produkt als einen der praktischsten, leistungsstärksten und sichersten Rucksäcke auf dem Markt bezeichnen. Der Rucksack hat wirklich viele Vorteile. Zu den wichtigsten gehört der spezielle Einsatz, der den Rucksack kugelsicher macht. Er kann bei Gefahr zu einer Art Schutzschild werden, der Leben rettet. Zahlreiche Tests haben gezeigt, dass der Rucksack die zweite Schutzklasse in den USA erfüllt. Dies bedeutet, dass es auch Hochleistungsprojektilen wie der 44er Magnum standhalten kann. Was die Benutzerfreundlichkeit im Alltag betrifft, so befinden sich im Rucksack insgesamt 20 Fächer und Taschen. Mit dem größten Reißverschluss an der Seite kann man den Rucksack vollständig öffnen und in zwei Hälften teilen. Diese Funktion ist besonders hilfreich bei Kontrollen an Flughäfen. Das Fach auf der linken Seite eignet sich für Laptops oder Tablets. Das heißt, man muss während der Kontrolle nichts herausnehmen und in den Händen halten. Diese kleine Tasche hat einen RFID-Schutz. Dies bedeutet, dass die Bankkarte oder ein Reisepass für digitale Diebe völlig unzugänglich ist. Außerdem verfügt der Rucksack über einen eingebauten Akku, der beispielsweise ein Smartphone bis zu 6-mal aufladen kann. Der USB-Anschluss befindet sich außerhalb. Am linken Gurt gibt es Saugnäpfe und ein Gummiband, an dem man bei Bedarf ein Smartphone anbringen kann, um die Hände zu befreien. Ein Überzug hilft, den Rucksack vor Wasser und Schnee zu schützen. Der Rucksack kostet 190 US-Dollar. MTech Spring. Man weiß nie, wenn man plötzlich ein Messer brauchen könnte. Sehen wir uns also das folgende Gerät an. Das US-Unternehmen MTech stellte dieses wiederverwendbare Feuerzeug vor, das mit Gas gefüllt werden soll. Per Knopfdruck wurde eine kurze, aber sehr scharfe Stahlklinge freigesetzt. Ein interessanter Griff in Form eines Granatenkörpers dient als spektakuläre Deko. Die Kosten betragen ca. 11 US-Dollar.
Teleskop-Schlagstock Mega Knife. Waffen zur Selbstverteidigung müssen nicht aufwendig sein und erfordern nicht immer Vorkenntnisse. Es gibt auch einfachere Optionen, zum Beispiel diesen Teleskop-Schlagstock der Firma Mega Knife. Wir glauben, dass wir nicht erklären müssen, wie er funktioniert. Der Schlagstock hat einen gummierten Griff, um nicht aus der Handfläche zu rutschen. Die Länge ist von 30 bis 78 cm verstellbar, was einerseits das Tragen und Aufbewahren erleichtert und andererseits die Schadensreichweite erhöht. Der Schlagstock garantiert einen sicheren Abstand zwischen dem Verteidiger und dem Angreifer und kostet 40 US-Dollar. Elektroschocker Zap Blast Knuckles. Das Hauptproblem vieler moderner Elektroschocker ist ihre potenzielle Gefahr für den Besitzer. In der Praxis passiert es manchmal, dass man den Schocker zufällig gegen sich selbst einsetzt. Deshalb hebt sich der nächste Elektroschocker, über den wir sprechen werden, so sehr von der Konkurrenz ab. Blast Knuckles bieten einen viel bequemeren und festeren Griff, da er wie ein Schlagring geformt ist. Das Gerät wird mit allen Fingern sicher gehalten und es ist kaum möglich, den Schocker aus der Hand zu ziehen. Das Gerät ist nicht länger als ein Geldschein und kann überall hin mitgenommen werden. Der Schocker, der in der Handfläche gehalten wird, zieht nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich, sodass man sich im Voraus auf einen möglichen Angriff vorbereiten kann. Der Aktivierungsknopf befindet sich innen unter dem Zeigefinger, also an einem Ort, der für den Angreifer unsichtbar ist. Die Kosten beginnen bei 85 US-Dollar. Life Light. Pistolen mit Spezialgeschossen, die mit Pfefferspray gefüllt sind, werden zunehmend gefragter. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens hat eine solche Waffe keine tödliche Wirkung, erfüllt aber gleichzeitig ihren Zweck. Zweitens ist es im Vergleich zur Schusswaffe aus technischer Sicht einfacher, solche Pistolen zu verwenden. Life Light sieht optisch wie eine gewöhnliche Taschenlampe aus. Gleichzeitig muss man bei Gefahr nur einen Knopf drücken, damit Life Light ein mächtiges, außer Gefecht setzendes Projektil abfeuert. Der Radius der Zerstörung beträgt bis zu 18 Meter. Der Nutzer muss dabei kein guter Schütze sein. Beim Absturz bildet das Projektil eine voluminöse, irritierende Schleimwolke. Der Angreifer verspürt ein Unbehagen und verliert die Orientierung. Währenddessen kann das Opfer fliehen oder um Hilfe rufen. Der Preis beträgt 350 US-Dollar. Kriegshammer M48. Wir sind beim letzten Punkt für heute angekommen. Dies ist ein unglaublich effektiver, kompakter Hammer der US-Firma M48. Er hat einen 16 cm langen Doppelkopf aus hochwertigem Edelstahl. Von oben ist er mit einer Schutzoxidschicht bedeckt. Für eine höhere Zuverlässigkeit hat der Hammer auf jeder Seite 5 scharfe hervorstehende Dornen. Der Griff verfügt über eine reliefartige Oberfläche für einen bequemeren Griff. Achtet auch auf die speziellen Rillen, mit denen der Hammer auf Wunsch mit Paracord umwickelt werden kann. Die Kosten für das Produkt betragen 68 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.